Meine Damen und Herren, wir wollen nun zeigen, dass die additistische Denkweise auch hinter dem Ökumenismus konziliarer Prägung steht. Ja, diese ohne sie gar nicht hätte entstehen können. Im Denkschema des Wahrheitsadditisten, demzufolge die Wahrheit sich aus Teilwahrheiten zusammensetzt, hat die katholische Kirche gegenüber anderen Religionssystemen lediglich den Vorzug, ein Mehr an Wahrheit zu besitzen, nämlich die volle Wahrheit. Diesen anderen billigt man zu, im Besitze von Teilen der Wahrheit zu sein, und deshalb seien sie, trotz der Mängel, die ihnen anhaften, nicht ohne Bedeutung und Gewicht im Geheimnis des Heiles, und der Geist Christi habe es deshalb auch nicht verschmäht, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen. Diese falschen quantitativen Sicht der Wahrheit entspricht auch jener Nachsatz, dem zufolge der katholischen Kirche die quantitativ verstandene Fülle der Gnade und Wahrheit anvertraut sei. Fülle der Wahrheit ist eine Tautologie, denn die Wahrheit selbst ist die Fülle, was Sie wiederholt von Pfarrer Milch hören konnten. Nur wer in der additistischen Denkweise befangen ist, für den gibt es ein Mehr und Weniger an Wahrheit, und die Fülle der Wahrheit ist ihm eben dann das Maximum an Wahrheit. Wenn man die Totalität der Wahrheit aus dem Auge verliert, dann zerfällt sie einem in Teile, die sich zur vollen Wahrheit addieren lassen. Deshalb die Bezeichnung Additismus. In diesem Denkschema wird der Gegensatz wahre Religion, falsche Religion ersetzt durch Religionen, die angeblich in geringerem bzw. höherem Maße im Besitz der Wahrheit sind. Der qualitative Unterschied wird in einen nur quantitativen Unterschied umgedeutet, und mit dieser Umdeutung öffnete man die Tür für den Ökumenismus konziliarer Prägung. Man sieht, wie der philosophische Irrtum, die Wahrheit sei teilbar bzw. quantifizierbar, auf die Theologie durchschlägt. Geht man von dieser Fehlauffassung aus, dann ist der Ökumenismus konziliarer Prägung nur noch konsequent. Doch kennzeichnen wir zunächst dessen Gegenbild, den katholischen Ökumenismus, den Pius XI. In seiner Enzyklika Mortalium Animos vom 6. Januar 1928 mit folgenden Worten beschreibt. Es gibt keinen anderen Weg, die Vereinigung aller Christen herbeizuführen, als den, die Rückkehr aller getrennten Brüder zu einer wahren Kirche Gottes zu fördern, von der sie sich ja einst unseligerweise getrennt haben. Zitat Ende. Der katholische Ökumenismus äußert sich demnach in dem Bestreben, die nicht-katholischen Christen in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Es geht ihm um die Vereinigung aller Christen in der katholischen Kirche durch Bekehrung derjenigen, die sich von ihr getrennt haben. Von diesem katholischen Ökumenismus will Vatikanum II nichts wissen. Wenn es von Ökumenismus spricht, dann hat es etwas grundlegend anderes im Sinn und grenzt sich ganz bewusst von der traditionellen Lehre ab. Bezeichnend für seinen Sinneswandel ist bereits die Änderung der Überschrift für das erste Kapitel des Ökumenismusdekrets. Die ursprüngliche Überschrift Prinzipien des katholischen Ökumenismus wurde geändert in katholische Prinzipien des Ökumenismus. Rainer Vorgrimmler bemerken in ihrer Einleitung zum Ökumenismusdekret, Zitat, der Begriff Ökumenismus meint die ökumenische Bewegung, die sich mit dem Fernziel der Wiederherstellung der kirchlichen Einheit der Christen
erst in diesem Jahrhundert gebildet hat. Es handelt sich auch tatsächlich um jene Bewegung, die konkret außerhalb der katholischen Kirche aufbrach, zu der in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts nur einzelne charismatische Katholiken beitrugen und der sich nun die katholische Kirche selbst amtlich durch das Konzil anschließt. Es geht nicht um eine eigens zu fördernde katholische Bewegung, die gar noch in Konkurrenz zur früher entstandenen träte. Das wurde vom Konzil selbst so entschieden, bereits bei der Behandlung der Überschrift des ersten Kapitels. Es gibt keinen katholischen Ökumenismus. Es gibt nur katholische Grundsätze der Teilnahme an der gemeinsamen ökumenischen Bewegung. Zitat Ende. Der Widerspruch zu Mortalium Animos ist offenbar. Denn diese ökumenische Bewegung, die außerhalb der katholischen Kirche entstanden ist und an der sie nach dem Willen des Konzils nun teilnimmt, strebt als Bewegung außerhalb der kirchliche eine kirchliche Einheit außerhalb der katholischen Kirche an. Im Vorwort des Dekrets über den Ökumenismus heißt es dazu, Zitat: Fast alle streben, wenn auch auf verschiedene Weise, zu einer einen sichtbaren Kirche Gottes hin, die in Wahrheit allumfassend und zur ganzen Welt gesandt ist, damit sich die Welt zum Evangelium bekehre und so ihr Heil finde zur Ehre Gottes. Zitat Ende. Man fragt sich, zu welcher Kirche denn angeblich fast alle hinstreben? Wäre es die katholische Kirche, dann hätte man sie doch wohl an dieser Stelle genannt. Stattdessen möchte das Konzil, Zitat, bewegt von dem Wunsch nach der Wiederherstellung der Einheit unter allen Jüngern Christi, allen Katholiken die Mittel und Wege nennen und die Weise aufzeigen, wie sie selber diesem göttlichen Ruf und dieser Gnade Gottes entsprechen können. Zitat Ende. Wäre die angestrebte Einheit die Einheit in der katholischen Kirche, dann wäre es doch unsinnig, den Katholiken Mittel und Wege anzugeben, wie sie zu dieser Einheit gelangen können, weil sie ja schon in ihr sind. Es handelt sich also tatsächlich um eine angestrebte Einheit außerhalb der katholischen Kirche. Und das Konzil versteigt sich dazu, von einem göttlichen Ruf zu dieser Einheit zu sprechen. Kurz und bündig ausgedrückt könnte man den Hauptinhalt der Zitate folgendermaßen wiedergeben. Unsere konkrete katholische Kirche nennt sich zwar katholisch, das heißt allumfassend, sie ist es aber gar nicht. Deshalb ist auch die Einheit, die sie darstellt, nicht die umfassende Einheit, die es anzustreben gilt und die dann in Wahrheit allumfassend ist. Diese Überzeugung bringt insbesondere die Passage zum Ausdruck, in der das Konzil von seinem Wunsch nach Wiederherstellung der Einheit spricht, den Rahner Vorkrimmler aufgreifen und wie folgt kommentieren. Mit Wiederherstellung der Einheit ist ein Hinweis darauf gegeben, dass diese Einheit schon einmal verwirklicht war und somit innerhalb der Geschichte neu zu erhoffen ist, ohne dass damit von einer unhistorischen Rückkehr die Rede wäre. Zitat Ende. Der erneute Seitenhieb auf die Enzyklika Mortalium Animus ist unverkennbar, in der Pius XI. Ja ausdrücklich als Ziel die Rückkehr aller von der katholischen Kirche getrennten Brüder angibt. Studiert man den Text des Ökumenismusdekrets weiter in der Absicht, mehr über jene Einheit zu erfahren, dann fällt auf, dass über die einzige Kirche Gottes gesagt wird, Zitat, in, beachten Sie bitte dieses in,
In dieser einen und einzigen Kirche Gottes sind schon von den ersten Zeiten an Spaltungen entstanden. Zitat Ende. Es heißt also nicht, dass es Abspaltungen von der einen Kirche gegeben hat, sondern dass es sich um Spaltungen in, das heißt innerhalb der Kirche Gottes handelt. Diese Spaltungen bilden sozusagen Untereinheiten, die nach dem Willen des Ökumenismusdekrets in jene ursprüngliche umfassende Einheit überführt werden sollen. Dabei wird offenbar unsere konkrete katholische Kirche auch als eine unvollkommene Einheit verstanden, die in jene umfassende Einheit überführt werden soll. Und deshalb will das Konzil den Katholiken die Mittel und Wege nennen, wie sie zu dieser gelangen können. Eben weil es sich nach Auffassung des Konzils um ursprüngliche Abspaltungen in der Kirche Gottes handelt, kann auch die Einheit, die als katholische Kirche übrig blieb, nicht die umfassende Einheit sein, die es anzustreben gilt. Nun könnte ein Verteidiger des Ökumenismusdekrets einwenden, darin heiße es doch, diese Einheit sei eine, Zitat, die Christus seine Kirche von Anfang an geschenkt hat, eine Einheit, die nach unserem Glauben unverlierbar in der katholischen Kirche besteht und die, wie wir hoffen, immer mehr wachsen wird bis zur Vollendung der Zeiten. Zitat Ende. Die Problematik mit dem Besteht lassen wir beiseite und verweisen auf unsere damaligen Ausführungen. Ebenso übergehen wir die Frage, wie das Wachsen zu denken sei und stellen fest. Die fragliche Einheit ist nach diesem Zitat diejenige, die Christus seine Einheit von Anfang an geschenkt hat, sozusagen die Einheit der ursprünglichen katholischen Kirche. In dieser haben sich aber nach obigem Zitat Spaltungen vollzogen, sodass das Gebilde, das unter dem Namen katholische Kirche bestehen blieb, nur noch eine Untereinheit sein kann. Die ursprüngliche, umfassende Einheit ging also angeblich durch Spaltungen verloren. Andererseits ging sie, wegen ihrer Unverlierbarkeit, aber nicht verloren. Die Aussagen über die Einheit der Kirche sind also widersprüchlich. Ebenso wie wir das seinerzeit bezüglich der Aussagen über die Heilsnotwendigkeit der katholischen Kirche nachgewiesen haben, sodass wir das Ergebnis unserer damaligen Analyse erneut bestätigt finden, wonach das Konzil Diener zweier Herren sein wollte. Zutreffend bemerkt Anton Holzer in seinem Buch Vatikanum II, Reformkonzil oder Konstituante einer neuen Kirche, Zitat, die wesentliche Neuerung des konziliaren Einheitsverständnisses liegt darin, dass die Einheit der Kirche zwar noch als unverlierbar gilt, weil mit der Unzerstörbarkeit der Kirche selbst gegeben, aber nicht mehr als unteilbar. Nicht mehr als Einheit unitate conspicua et perfecta, die ja als solche vom Heiligen Geist dem Lebens- und Einheitsprinzip der Kirche bewirkt und garantiert ist. Zitat Ende. Man sieht hier deutlich, wie die additistische Denkmethode mit ihrer Annahme der Teilbarkeit der Kirche Gottes den Glauben an die Einheit derselben unterminiert. Denn diese in der Wahrheit gegründete Einheit lässt keine Teilung, keine Spaltung in sich zu. Es kann gar keine Spaltung in dieser Einheit geben, sondern nur eine Abspaltung von dieser Einheit. Deshalb sagt Leo XIII. In seiner Enzyklika Satis Cognitum mit vollem Recht: Zur Einheit ist die Kirche ihrem Wesen nach bestimmt,
da sie auch wirklich einzig und eins ist. Aber die Irrlehrer wollen sie in viele Kirchen zerstückeln. Zitat Ende. Dass die Irrlehrer der Kirche, die Kirche in viele Kirchen zerstückeln wollen, ist geradezu eine prophetische Aussage über die Urheber jener Passage des Ökumenismusdekrets. Der falsche Ökumenismus von Vatikanum II hat eine ebenso falsche ökumenistische Auffassung der Liturgie zur Folge. Bezüglich der Liturgie der getrennten Brüder lehrt das Konzil in Artikel 3 des Ökumenismusdekrets, Zitat, auch zahlreiche liturgische Handlungen der christlichen Religionen werden bei den von uns getrennten Brüdern vollzogen, die auf verschiedene Weise je nach der verschiedenen Verfasstheit einer jeden Kirche und Gemeinschaft ohne Zweifel tatsächlich das Leben der Gnade zeugen können und als geeignete Mittel für den Zutritt zur Gemeinschaft des Heiles angesehen werden müssen. Zitat Ende. Demzufolge zeugt zum Beispiel die protestantisch-eucharistische Mahlfeier für das Leben der Gnade und ist ein geeignetes Mittel zum Heil. Ohne Zweifel stellt dieser Passus einen generellen Widerspruch gegen das Konzil von Trient dar. Es geht hier nicht darum, worauf wir schon damals hingewiesen haben, dass ein gutgläubig irrender Nichtkatholik nicht gerettet werden könnte. Diese Möglichkeit räumt die Kirche ausdrücklich ein. Er wird aber nicht Kraft seiner Religion und deren Liturgie gerettet. Dieser Passus ist formell häretisch, weil er einer definierten Lehre widerspricht. In Konsequenz dieser falschen ökumenistischen Lehre von Liturgie wird in der Instructio de Cultu Mysterii Eucharistici Pauls VI. Von 1967 in Artikel 8 ein Loblied auf die eucharistischen Reichtümer der anderen christlichen Konfessionen gesungen. Die Seelsorger werden dort vom modernistischen Rom aufgefordert, die Gläubigen zur rechten Wertschätzung der Güter, Bona, anzuleiten, die sich in der eucharistischen Tradition der Feier des Herrenmahls bei den anderen christlichen Konfessionen, insbesondere auch bei den Protestanten, erhalten haben. Als Grund dafür wird mit Bezug auf das Ökumenismusdekret angegeben, Zitat, denn bei der Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn im Heiligen Abendmahl bekennen sie, dass hier die lebendige Gemeinschaft mit Christus bezeichnet wird. Significari profitentur. Zitat Ende. Hier wird die Verfälschung der katholischen Lehre von der Transsubstantiation, Wesensverwandlung, in eine Transsignifikation, Umbezeichnung bei den Protestanten und ihren Theologen als ein Bonum, ein Gut gewertet. Ich frage, wie kann man die Verfälschung des wahren Messopfers als Grund der Wertschätzung und als geeignetes Mittel zum Heil ausgeben? Das ist doch widersinnig. Aber hinter diesem Widersinn steht, und das ist in unserem Zusammenhang wichtig, die Idee eines quantitativ gestuften Sakramentsbegriffes, also ein typisches Produkt der additistischen Denkweise. Im Zeichen der additistischen Ansicht, die Wahrheit sei teilbar und quantifizierbar abzustufen, steht auch der vom Konzil nachdrücklich empfohlene Dialog mit Vertretern anderer christlicher Religionen. Mit dem Fernziel der Einheit aller Christen, bei dem nach dem Willen des Konzils, Zitat, ein jeder mit dem anderen auf der Ebene der Gleichheit spricht. Es hat doch nur dann einen Sinn, in einen solchen Dialog einzutreten, wenn es bereits Gemeinsamkeiten gibt. Befürworter des modernen Ökumenismus argumentieren deshalb auch damit, früher habe man mehr das Trennende bei den Religionsgemeinschaften hervorgehoben, dagegen lege man heute stärker den Akzent auf das Gemeinsame.
diese Argumentation ist verführerisch. Und Pius XII. Hat bereits 1949 durch das heilige Offizium an alle Bischöfe ein Schreiben richten lassen, in dem er eindringlich vor einer solchen glaubenszersetzenden Ansicht warnt. Man sollte sich einmal die Gefährlichkeit solchen Denkens klar machen, indem man sich auf den Standpunkt des Wahrheitsadditisten stellt, der die Existenz von ihm nebeneinander stehenden Teilwahrheiten unterstellt. Ein Vergleich mit einem anderen Religionssystem, zum Beispiel dem Protestantismus, ergibt dann eine Anzahl gleichlautender Aussagen, die man fälschlicherweise als Gemeinsamkeiten interpretiert. Dann erscheint es doch vernünftig, von katholischer Seite in einen Dialog mit Vertretern des anderen Religionssystems einzutreten, um das angeblich gemeinsame Glaubensgut zu ermitteln. Auf dieser Grundlage wird man dann versuchen, ein immer höheres Maß an Gemeinsamkeit zu erreichen, indem man stets neue Interpretationen für das Trennende konstruiert, die es immer mehr reduzieren. Das andere Religionssystem ist dann kein Irrtumssystem mehr, sondern ein respektables System, dem man von katholischer Seite aus Anerkennung zollt. Man sieht also, dass der Additismus in Anwendung auf die Wahrheit und die Einheit eine entscheidende Voraussetzung für den Ökumenismus von Vatikanum II ist. Wir sollten uns in diesem Zusammenhang an die Warnung von Pfarrer Milch in dem schon zitierten Spes Unica Brief erinnern, in dem er sagt: Wer dem Additismus und dem Kollektivismus frönt, gerät in den gottfeindlichen Ökumenismus. Er hatte die von der additistischen Denkweise ausgehende Gefahr für den Glauben klar erkannt und er hat, soviel ich weiß, das Wort Additismus überhaupt erst geprägt.